wieder anfangen. Okay, wir können loslegen. Ja. Hallo und herzlich willkommen, liebes Publikum. Sorry für die Verspätung. 62 Mal gestreamt, 62 Mal ist nichts passiert. Herzlich willkommen zum 63. Kultur-Livestream. Jetzt sind wir hoffentlich komplett mit Ton und allem für Sie da. Und ich wünsche Ihnen einfach nur ganz viel Spaß mit unseren Liebesgrüßen aus dem Osten. Viel Vergnügen.
Thank you.
Az egyiket elszerette a jegyző, a jegyző, a másik meg a kapuban neveti, neveti, hogy őt meg a szegény jegyző szereti, szereti, a másik meg a kapuban neveti, neveti, hogy őt meg a szegény jegyző szereti, szereti. Kiültek a vénasszonyok a padra, Isten tudja, miről folyik a pletyka, nem kérem én a jó Isten, csak arra, ragassza le valamennyit a padra, nem kérem én a jó Isten, csak arra, ragassza le valamennyit a padra, Köszönöm szépen, Pierrik! Szia! Szia! Hogy vagy? Nagyon jól, köszönöm, és te? Én is, köszönöm, nagyon jól! Szép vagy! Oh, nagyon szépen, köszönöm! További tojtojtojt neked! Szia! 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 Jó estét kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Kedves gyermekek! Engem Csunka Adriennek hívnak, én konferálom a mai Csókok a keletről vasárnapi koncertet. Köszöntjük Önöket ebben a gyönyörű, gyümölcsös teremből, a Fruchthalléból, Kaiserslauternbe. Nagyon örülök annak, hogy a külföldi kollégájaimmal és a mi dalainkkal, hazai dalainkkal elrabolhatjuk Önöket egy picit a hétköznapokból, és hogyha a koncert után éhesek lesznek borstra, gulyás vagy polentára, akkor szóljanak, mert ismerünk egy pár jó éttermet. De térjünk vissza a zenéhez. Friedrich Chopin, egy Franciaországban élő lengyel zeneszer... egy Franciaországban élő lengyel zeneszerző volt, aki mindig nagy büszkeséggel viselte a lengyel származását. Az ő idejének egyik leghíresebb rögtönzője, improvizálója volt. 20 évesen komponálta az első zongorakoncertjét émolban, amit az előbb hallottak Szacskó Furuhatától, a Pfalci Színház zenekarának közreműködésével. Dirigálta Anton Löjtki. Adrien, was denn? Warum sprichst du Hungarisch? Ich bin noch knapp. Warum denn? Wieso? Du sollst auf Deutsch moderieren. Aber wieso auf Deutsch? Das heißt doch Liebesgrüße aus dem Osten. Die Leute verstehen überhaupt nicht. Was? Ja gut, dann übersetze ich das alles nochmal, ja? Übersetzen? Nein. Ja. Das ist die ganze, was du gerade geredet hast? Ja, natürlich. Doch. Nein, das geht nicht. Wir sollen weitermachen. Weiter? Oh, das ist Katastrophe, der wird невозможно. Mach ich jetzt einfach weiter. Stanisław Moniuszko galt als Vater der polnischen Nationaloper. 1865 kam es zu der Uraufführung von Straszny Dwór, das Gespensterschloss, eine Oper voller polnischer Volksmelodien. Zwei Junggesellen entdecken, dass ihr Schwur, sich lebenslang den Husaren zu verpflichten, nicht von langer Dauer ist im Beisein zweier Mädels. Oh Wunder! Die Arie, die Sie gleich von Bartholomew Stasch hören werden, ist ein Einschüchterungsversuch des Haushälters Kurba an die Gäste des Hauses. Er besingt die Geisterstunde, in der tote Großmütter angeblich aus ihren Gemälden krabbeln und Fremde erschrecken. Selbst Schnupftabak taugt nicht als Beruhigungsmittel. Die zweite Arie stammt aus der Oper Snieguroczka, die Nikolai Rimski-Korsakow im Jahre 1882 vollendete. Schneeflöckchen ist die Tochter von Väterchen Frost und der Frühlingsfee und trägt daher beides in sich, ein kühles Gemüt und die Sehnsucht nach Liebe. Snieguroczka wird vom Sonnengott zum Tode verurteilt durchschmelzen, wenn sie sich einem Irdischen in Liebe hingibt.
um sie vor dem Tode zu bewahren, lassen die Eltern Schneeflöckchen bei einem Bauernpaar zurück. Keine gute Idee. Monika Hügel wird für sie singen. Im naiven Schneeflöckchen erwachen die Frühlingsgefühle für den Hirten Lell. Und sie entdeckt, dass das Leben ohne Musik keine Freude macht. Jetzt wird es düster und lang. Der unsterbliche Kaschei, oder mit anderem Namen der Unhold, ohne Seele schmiedet seine grausamen Pläne. Wir sind immer noch bei Papa Korsakow, aber mit dem Team war seine Tochter Safia, mit deren Hilfe sie gemeinsam das Libretto schufen. Aber zurück zur Geschichte. Ich sehe das weite, blaue, dunkle Meer, in dem sich der Mond spiegelt. Ach, eine felsige Küste, eine felsige Insel, ein üppiger Wundergarten und das geheimnisvolle Schloss der Tochter des Unholds, umgeben von leuchtend rotem Mohn und blassviolettem Bilsenkraut. Palina Arzis, alias Kascheevna, tritt majestätisch aus ihrem Schloss. In einem goldenen Kelch mischt sie einen Zaubertrank für den Todgeweihten. Sie schärft ihr Schwert am Stein und ist bereit, um Ivan den Kopf abzuschlagen. Und der ahnungslose arme Kerl, der kommt tatsächlich um die Ecke. Tja, Bedřich Smetana war Sohn eines Bierbrauers. Sein Nationalgefühl für seine tschechische Heimat entwickelte er erst im Erwachsenenalter. Er litt traurigerweise unter starkem Tinnitus und ertaubte später ganz. Smetana schrieb zum Beispiel die Moldau und mit 42 Jahren die verkaufte Braut, eine komische Oper von 1866, wovon Sie nun gleich die Ouvertüre hören werden. Heura, Anton! Ehe no sene!
Sure.
Stay.
Ich bin hier nicht bisschen.
Wir hören in diesem Konzert Werke von osteuropäischen Komponisten. Wir hören in diesem Konzert Werke von osteuropäischen Komponisten, die im 19. Jahrhundert geboren sind. Sie alle hatten ihr Herzblut, ja ihre Seelen in ihre Kompositionen, in ihre musischen Bilder hineinfließen lassen und wahrlich typisch Volkstümliches erschaffen. Die meisten unserer Stücke heute Abend erzählen von Menschen und Märchen, in denen die Figuren auf besondere Weise mit der Natur verbunden sind. Hierzu ein Zitat von Rimski-Korsakow, der seine Arbeit Ein Schneeflöckchen in einem Zustand außerordentlicher Erregung auf folgende Weise beschrieb. Zur Natur betend, zu einem krummen alten Baumstumpf, zu einer Weide oder jahrhundertealten Eiche, zum Waldstrom, zum See oder zum Hahnenschrei, der die Hexerei der Nacht verscheucht. Es schien mir manchmal, dass Tiere, Vögel, ja sogar Bäume und Blumen mehr über die Magie und Fantasie wissen als Menschen. Ich glaubte mit Wärme an all das wie ein Kind. Und in diesen Minuten schien mir die Welt näher, verständlicher. Und ich war irgendwie mit ihr verschmolzen. Der ungarische Volksliedforscher Ádám Jenő sammelte in den 1920er, 1930ern Volkslieder. Eines davon werden gleich mit mir zusammen meine Kollegen Constanze Licht an der Harfe und Pierre-Éric Monnier an der Violine vortragen. Das Arrangement für unser Trio schrieb unser lieber Kollege Ivan Knežević. Der Frühlingswind, auf Ungarisch Tavaszi Szél, handelt von Frühlingsgefühlen, die bekanntlich bei Tier und Mensch zu dieser Jahreszeit geweckt werden. Mein persönliches Lieblingsballett ist eigentlich der Nussknacker von Piotr Iljitsch Tschaikowski. Ich erinnere mich, dass ich als kleine Adrienne jedes Jahr mit meinen Eltern im Budapester Opernhaus dem wachsenden Weihnachtsbaum von Nussknacker fasziniert zuschaute. Schwanensee aber gehörte und gehört nach wie vor selbstverständlich auch zum Repertoire eines klassischen Ballettensembles und wurde uraufgeführt im Jahre 1877 im Bolschoi in Moskau.
Mit diesem zauberhaft melancholischen Meisterwerk im Dreivierteltakt beenden wir unseren osteuropäischen Abend. Hier in der Fruchthalle habe ich früher selbst mein Tanzbein geschwungen auf riesigen Tanzbällen. Und ich hoffe, ja, dass diese schönen Zeiten bald wieder möglich sein werden. Bis dahin schwingen Sie Ihres doch mit, aber passen Sie auf Ihr Mobiliar zu Hause auf. Ja? Der Walzer aus der Schneesturm von Georgi Sviridow. Thank you.
Tja, liebe Zuschauer, alles hat ein Ende, nur die Cevapcici haben bekanntlich zwei. Ein herzliches Dankeschön an das Team der Fruchthalle hier bei uns vor Ort und ein großes Dankeschön an unseren lieben Dirigenten Anton Leuchki, der einige der heutigen Stücke... einige der heutigen Stücke selbst bearbeitet hat. Fühlen Sie sich von uns herzlichst umarmt. Wir schicken Ihnen nach Hause drei ganz dicke Schmatzer, rechts, links und nochmal rechts, und sagen Wissontlatashra mit unseren fast schwarzen Augen von Jewgen Gribinka und Florian Herrmann. Huch, da war ja Deutsch. Yeah.